Abendveranstaltung in Holdorf, Kreisbläsertreffen und 60-jähriges Jubiläum der Jagdhornbläser Holdorf wird heute in der Dorfgemeinschaftshalle gefeiert. 20 Gastgruppen zeigen heute ihr musikalisches Können. Also wir feiern heute unser Bläsertreffen. Wir haben unser 60-jähriges Bestehen der Jagdhornbläsergruppe und haben dazu 20 befreundete Gruppen eingeladen als Gastgruppen, um das auch im entsprechenden Rahmen zu machen. Liebe Schwestern und Brüder, sag ich mal, wie sonst auch. Auftakt des Abends, die Hubertusmesse, die von der Bläsergruppe aus Dahme begleitet wird. Liebe Gäste aus nah und fern, liebe Jagdhornbläserinnen und Jagdhornbläser, herzlich willkommen hier in Holdorf. Bürgermeister Dr. Wolfgang Krug begrüßt die Gäste und betont, wie wichtig und schön eine solche Gemeinschaft sei. Man sagt immer so schön, die Vereine tragen die Gesellschaft oder die Gemeinschaft. Bei der Vorbereitung, ich bin jetzt ganz jung, erster Vorsitzender, ein Jahr, und das ist ja schon eine Nummer, sowas vorzubereiten. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Und was ich toll finde an so einem Verein, wie die dann die Zähne die ineinander fassen, dass jeder den anderen stützt und dass wir das dann auch mit einer, ich sag mal, 15 Mann starken Truppe, Hauptgruppe, das jetzt auf die Beine gestellt haben, das macht mich schon stolz. Auch die ganz kleinen Jagdhornbläser präsentieren ihr Können. Die Dammer Hörnchen blasen vor einem großen Publikum. Darauf kann man richtig stolz sein. Ich sehe es mehr von der musikalischen Seite, von der Jagdmusikseite. Ich habe jetzt die zweite Kindergruppe in Aufbau. Und das macht mir immer wieder Freude, Kindern an die Musik ranzuführen. Die Jagdhornmusik ist eine relativ einfache Musik, die kann man relativ schnell lernen. Das macht mir dann immer ziemlich Freude, wenn man dann sieht, wie auch die Kinder Spaß dran haben. Dann. Herzlichen Glückwunsch zum 60. Jubiläum und Gratulation zur gelungenen Veranstaltung.